Gerade als ich so gegen 11 auf meine Tagestour aufbrechen wollte, hat mich der Kollege von gegenüber angesprochen. Das sind Henrik und Jess. Die beiden sind Rentner und umrunden Dänemark mit dem Kajak. Von Sylt komplett rum bis nach Flensburg. Diese Begegnung sollte mit das Highlight dieser ganzen Reise werden. Wir haben viel gesprochen. Ich habe einiges über Seekajaks gelernt. Die beiden haben einen Sturm ausgesessen. Die waren 3 Tage jetzt da. In 2 Tagen wollen sie wieder aufbrechen. Aber dazu später mehr. Ich bin immer wieder gerne in Hirtshals. Vor allem die Häfen interessieren mich ja sehr. Und natürlich bei Sturm ist das dort oben wahnsinnig beeindruckend, weil Hirtshals sehr windexponiert liegt. Da gibt es immer Wellen zu beobachten. Und wie ich da so durch die Landschaft tuckere, komme ich plötzlich auf einen der höchsten Gipfel Nordjütlands. Ich lese einfach mal vor, was hier auf der Tafel steht. Vom Hügel Tjörnbyberg, Höhe 84 Meter über dem Meeresspiegel, hat man eine großartige Aussicht von dem nordwestlichen Teil von Vendsyssel mit der scharf geschnittenen Landschaft, die von den Gletschern der Eiszeit gestalten ist. In der Richtung Nord und Nordwest erstrecken sich das Meer und die Dünenpflanzungen. Wenn das Wetter klar ist, kriegt man ein Gefühl von der Dünenstrecke nach Skagen. Längs der Tannisbucht, bei gutem Wetter, gibt es unter anderem eine Aussicht nach Jöring, dem Kloster Barklum und dem Leuchtturm auf Rubjerknude. Ostwärts sieht man über das Land hin und hier ist die Landschaft üppig, grün und hügelreich. Während des Zweiten Weltkriegs hatten die Deutschen militärische Anlagen auf Tjörnbyberg. Benachbarte Häuser innerhalb einer gewissen Entfernung von den militärischen Anlagen mussten geräumt werden.